Bis zu 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge will Deutschland aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufnehmen. Insgesamt sollen 400 Kinder auf 10 EU-Staaten verteilt werden. Dann bleiben aber immer noch gut 12.000 Migranten, die gerade kaum genug Wasser und zu essen und auf jeden Fall kein Dach über dem Kopf haben. Die Behörden auf Lesbos sind vollkommen überfordert. Unser Kollege Paul Willmann ist vor Ort und er hat eben mit der grünen Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gesprochen, die nach Lesbos gereist ist, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Während die Demonstration hinter uns etwas ruhiger geworden ist, das ging jetzt ungefähr 2 Stunden auf dieser Straße hier hin und her, ist inzwischen Katrin Göring-Eckardt bei uns, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Hallo Frau Göring-Eckardt, Sie sind seit gestern Abend hier. Sie haben sich ein Bild auch der Lage gemacht, der Situation vor Ort. Wie schätzen Sie das Ganze ein? Also erstmal muss man sagen, dass hier seit 3 Tagen im Prinzip nichts passiert ist, was die Versorgungsstrukturen angeht. Das ist erstmal ein riesiges Problem und ich kann es auch nicht verstehen, wenn irgendeine andere Katastrophe mitten in Europa wäre, dann wären selbstverständlich schon Infrastruktur da mit Zelten, mit Essen, mit Trinken, mit Toiletten und so weiter, die jetzt hier alle nicht zur Verfügung stehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass mir auffällt, in Europa wird gerade geredet über 400 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Hier sind 4.000 Kinder, sagt der UNHCR. Viele habe ich auch gesehen, mit manchen reden können, die hier mit ihren Familien sind und die gerade obdachlos auf der Straße leben müssen, keine medizinische Versorgung haben, übrigens auch die Erwachsenen nicht, die zum Teil wirklich mit großen psychischen Problemen hier sind. Sie haben sicherlich auch die Debatte im Bundestag heute am Rande zumindest, wie es möglich war, mitverfolgt. Das ging hin und her. Jetzt haben wir eben auch den Innenminister gehört, Seehofer, der davon spricht, 150 unbegleitete Jugendliche aufzunehmen. Ist das eine Zahl, die hier Abhilfe schaffen kann? Ist das der richtige Weg oder ist das vielleicht einfach zu wenig? Naja, erstmal, ich bin ja für jedes Kind dankbar, was irgendwo aufgenommen wird, ist ja klar. Aber ich habe gerade gesagt, hier sind 4.000 Kinder auf dieser Insel obdachlos. Und dann zu sagen, man macht ein Symbol, eine Geste mit 150 Kindern, das ist nicht die Lösung. Die Lösung des Problems, die Lösung der Frage hier auf dieser Insel ist erster Punkt. Wir müssen sofort Nothilfe leisten, was diese Frage Versorgung angeht. Zweiter Punkt. Man muss den Menschen hier eine Perspektive geben. Man muss sie evakuieren. Es geht nicht anders. Es gibt genügend Aufnahmebereitschaft in Deutschland, in Europa. Viele Städte haben sich gemeldet, viele deutsche Städte, Bundesländer haben sich gemeldet und haben gesagt, wir haben Platz. Und das wäre jetzt die Aufgabe des Bundesinnenministers, diesen Platz zu nutzen, anzurufen bei den Städten, bei den Ländern zu sagen, wie viel Platz habt ihr denn? Und dann sofort die Blockadehaltung aus der Vergangenheit aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Menschen kommen können. Jetzt ist diese Diskussion absolut nicht neu. Wir fahren immer wieder regelmäßig, auch seit 4 Jahren jetzt hierher. Die Situation hat sich ja eigentlich immer wieder verschlechtert. Es gab auch eben im politischen Berlin immer wieder die Frage, was kann man tun? Aus dem Innenministerium kam dann eigentlich meistens, es muss eine europäische Lösung sein. Das war eigentlich immer das Argument gegen die Aufnahme auch von Geflüchteten hier. Inwiefern ist das noch aufrechtzuerhalten in dieser auch sehr angespannten Situation, weil die Zeit ja ganz entscheidend ist. Das ist zumindest auch das, was wir so als Gefühl haben, dass man vielleicht gar nicht die Zeit hat, jetzt auf eine europäische Lösung zu warten. Man hat jetzt keine Zeit mehr zu warten, man hat nur noch die Aufgabe zu handeln. Und da muss man 2 Dinge tun. Erstens sofort handeln. Deutschland hat die Ratspräsidentschaft gerade und kann auch vorangehen. Ohne einen Alleingang zu machen, aber voranzugehen und die anderen Länder dann mitzunehmen, ist eine Möglichkeit. Und selbst Horst Seehofer hat vor einiger Zeit über eine Koalition der Willigen gesprochen. Es gibt diese Willigen in Europa. Das sind zum Teil Länder, das sind zum Teil Kommunen, das sind zum Teil Regionen. Und einfach klar zu sagen, das machen wir jetzt. Diejenigen, die es tun wollen, die können es tun, die kriegen übrigens auch die finanziellen Mittel dafür. Das ist ein Weg, wo ich erwarte, dass eine deutsche Ratspräsidentschaft sagt, okay, dann tun wir das jetzt. Das würde für sehr viel Entspannung sorgen, das würde für sehr viel Befriedung sorgen und die brauchen wir hier dringend. Hier sind Menschen, die sehen einfach keine Perspektive mehr, die haben keine Hoffnung mehr. Die leben hier, die versuchen hier zu leben, irgendwie ihren Kindern noch ein bisschen Halt zu geben. Und ich finde, das können wir nicht akzeptieren, nicht mitten in Europa, wo wir unsere Werte immer so hochhalten.
Was wir auch immer wieder hören, nicht nur aus der Politik übrigens, sondern auch hier von der Bevölkerung, ist, dass das Ganze ja auch ein Exempel werden könnte. Bedeutet, wenn man jetzt diese Menschen hier in dieser Notlage aufnimmt, könnte das ein Signal wieder an andere sein, die vielleicht dann den Weg wieder hier aufnehmen. Das hört man immer wieder unter diesem Begriff Pull-Effekt, dass das vielleicht dann auch wieder die Motivation steigern könnte, hierher zu kommen. Inwiefern kann man das verstehen, dieses Argument, dass man jetzt hier keine Ausnahme machen kann, um dann nicht vielleicht doch wieder eben auch weitere hier herzuholen? Es geht ja nicht um eine Ausnahme, sondern bei der Koalition der Willigen geht es darum, dass man eine andere Struktur schafft und dass man ein gemeinsames europäisches Asylsystem hat, derjenigen, die bereit sind dazu. Das ist das eine. Das andere ist, alle Migrationsforschung sagt uns, diesen Pull-Effekt gibt es nicht. Das war immer schon das Argument gegen die Seenotrettung. Wir wissen, es gibt diesen Pull-Effekt nicht. Heute haben sich übrigens auch noch mal verschiedenste Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die Bundesregierung gewandt, um deutlich zu machen, nein, das ist Quatsch, das gibt es nicht. Ich verstehe die Sorge der Bevölkerung. Ich verstehe, dass die auch hier auf Lesbos das Gefühl haben, wir werden hier total allein gelassen. Und ich bin heute in so eine Blockade einer Bürgerwehr geraten. Das war nicht sehr lustig. Und auch nicht zu diskutieren, finde ich auch nicht in Ordnung. Aber ich glaube, man wird hier nicht eine Lösung hinbekommen, wo die Aussicht ist, dass wieder so viele Menschen in so einem Chaos leben müssen. Was mich persönlich auch immer beschäftigt, ist, dass man eigentlich das Gefühl hat, es wäre gar nicht, bevor das Feuer ausgebrochen ist, es wäre gar nicht so schwer gewesen, hier die Situation leichter zu gestalten, beziehungsweise auch mehr Zelte aufzubauen, einfach eine erträglichere Situation zu schaffen. Hat man da auch so ein bisschen den Eindruck, dass das auch aus Athen vielleicht gar nicht gewollt ist? Also, man gab ja immer wieder auch den Vorschlag, dass man gemeinsam europäisch handelt. Da gab es nicht sehr viel Bereitschaft der griechischen Regierung. Das sieht man auch jetzt ganz offensichtlich. Und das eine ist, dass Europa klar machen muss, es hier sind europäische Flüchtlinge, nicht griechische. Das ist eine europäische Frage, die muss man auch europäisch lösen. Und da muss man auch Druck machen auf Athen. Aber ich glaube, was eben auch nicht geht, ist es dahin abzuschieben und zu sagen, die sollen halt klarkommen. Und wenn die einmal Nein sagen, dann war es das halt. Vielen Dank, Frau Göring-Eckardt, für das Interview. Ganz entscheidend wird sicherlich eben auch der Faktor Zeit sein. Wann gibt es die ersten Beschlüsse? Denn das ist schon etwas, was wir auch merken hier in den letzten 24 Stunden allein, dass die Situation angespannt ist und die verbleibende Zeit das sicherlich nicht verbessert.